Der Pfau, der eigentlich in den Schlosspark gehört, hat es sich auf einer Laterne vor dem Schloss gemütlich gemacht. Naja, was soll man so als Pfau bei dem Dreckwetter auch sonst anderes tun, ne? Der Marienturm in Sande. Sagen umwoben und ein Wahrzeichen Frieslands. Wir haben erstmal Pech und es regnet. Doch nach einem kurzen, heftigen Schauer kommt die Sonne wieder durch. Was ist der Marienturm im friesischen Sande? Er ist der einzig erhaltene Rest eines ehemaligen Sommerschlosses. Erbaut wurde das Schloss von dem sagenumwobenen Fräulein Maria zu Jever. Neben einem Museum beherbergt heute das Gelände das eigenwillige Café Marienstübchen. Das wird vom Heimatverein unterhalten und betrieben. Hier gibt es nicht nur leckeren Käsekuchen und Tee oder Kaffee, sondern auch eine ganze Reihe freilaufender Hühner alter Rassen. Das mag etwas gewöhnungsbedürftig sein, denn die Viecher können ganz schön aufdringlich sein und betteln um Futter. Aber wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, dann ist es die reinste richtige Landidylle. Und es handelt sich, wie gesagt, um alte Hühnerrassen, die man sonst wo kaum noch sieht. Also allein von daher ein wirkliches, echtes Erlebnis. Und wer kann es den Tieren schon verdenken, dass sie beim Kuchen auf gerechtes Teilen pochen. Das Museum Küsteum, das im benachbarten Gulfhof untergebracht ist, beinhaltet eine regional bedeutsame Küstenschutzausstellung zum Thema Deichbau und Küstenentwicklung.